Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Simulacra. Ich schaue wie immer kurz, ob meine Aufnahme läuft. Gut, sie läuft wunderbar. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben. Hier, Ashley hat uns geschrieben. Und das lesen wir uns doch gleich mal durch, oder? Anna, können wir reden? Oh Gott, das hört sich nicht gut an. natürlich. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir ihr nicht sagen sollen, dass wir nicht Anna sind und dass sie verschwunden ist. Erinnerst du dich, als ich dir gesagt habe, dass du dir ein Spark-Profil erstellen sollst? Ja, du hast eins für mich gemacht. Ich glaube, dass sie das für uns gemacht hat. Es hat mich etwas realisieren lassen. It was a diff... hier ein... Was? Was ist denn jetzt los? Hier, es war so ein Verteidigungsmechanismus für etwas, dass sie gesagt hat, Anna soll sich Spark einrichten. Etwas, das ich nicht mehr länger verheimlichen kann. Hast du dich schon jemals so gefühlt, ever feel like you could lie to yourself so much? Dass du dich selbst schon mal so sehr angelogen hast, dass es dich dazu gebracht hat, auch andere anzulügen? Was geht in deinem Kopf vor, Babe? Oder du bist nicht alleine, also du musst das hier nicht alleine durchstehen. Ich glaube, das wäre etwas, was Anna zu ihr sagen würde. Here's the thing. Anna, you're the only bestie I ever had. I feel like I could tell you anything and trust you with anything. I trust you too, babe. Was? See, I thought having BFFs supposed to feel like this, but I think I'm confusing it with something else. Worüber redest du? I think there's a reason why I could never get along with guys. Ich denke, da ist ein Grund, warum ich nie mit Jungs ausgekommen bin. What is it? Was ist es? Erzähl es mir, ich werde dich nicht verurteilen. Ich glaube, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und es ist derselbe Grund, warum ich es gehasst habe, dass du immer mit Greg ausgegangen bist oder irgendjemand anderem. Ich werde einfach zum Punkt kommen. I have feelings for you. Du musst mir nicht antworten. Du kannst es ignorieren, solange du willst und so tun, als wäre das nie passiert. It's the fourth glass talking, so don't listen to it. Oh, scheiße. Okay. Oh nein. Okay, das ist jetzt echt mies. Wir sind nicht Anna. Wir wissen nicht, ob Anna auch die gleichen Gefühle teilt wie Ashley. I feel it same about you, Ash. Das zweite ist ein bisschen so, dass wir sie verurteilen. Also, dass sie da nur irgendwelche, keine Ahnung, you're just being silly, dass du einfach doof bist. Und das letzte können wir jetzt machen. Aber dann wird sie wissen, dass wir nicht Anna sind. Und dann hätten wir dieses Ding hier gefailt. Oh nein, scheiße, ich will darauf nicht antworten. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, zu Taylor müssen wir auch noch kommen. Oh, scheiße.
Scheiße, ich... Oh Gott. Also ich... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Anna die gleichen Gefühle für Ashley hat. Also klar, wir wissen, dass die beste Freundin waren, aber... Oh, ich weiß, scheiße. Und wenn ich jetzt sage, dass... hier, make sure that Ashley never finds out about Anna's disappearance. Ich könnte es jetzt einfach aufdecken, aber... Ich glaube, wir haben bis jetzt alles completed, bis auf das eine hier, help Greg stop the memory wipe. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich will das nicht beantworten. Ich glaube, wir sind ja noch gar nicht durch Annas Internet gegangen. Während wir das tun, kann ich so lange überlegen, was ich zu Ashley sagen will. Kacke. Always watching over you? Aber überhaupt gar nicht creepy oder so, ne? Kann ich hier irgendwas noch... Was? Hä? Was ist das? 6 3 3 9 1 0 6. Was? Was war das denn? Was war das denn? Was? Okay, es geht nicht mehr. Scheiße. Oh Gott, ich hoffe, ich habe 6, 3, 3. Scheiße, ich habe die... Oh Gott, nein, ich habe zu spät reagiert. Okay. Ich habe die Nummer aufgeschrieben. Ich hoffe zumindest komplett. Was? 3, 1, 4, 1. Was? Was war das denn? Was? Hä? Ich hab nicht zu Ende schreiben können. 6. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Was ist hier für ein Zeichen? Okay, es funktioniert nicht mehr, da anzurufen. Was ist das für ein Zeichen? Fragezeichen. Ein Augenblick bitte. Ich möchte wissen, was das für ein Zeichen ist. 2, 4, 6, 8. 8. Keine Ahnung, was soll ich noch? 8 Pfeile. Symbol. Zwei, vier, sechs, acht. Das gar nicht. Ich guck gerade im Internet, was das bedeutet. Scheiße. Ich möchte die Nummer noch mal anrufen.
Irgendwas hat das zu bedeuten. Ich weiß nur noch nicht was. Wir können den jetzt auch nicht mehr. Da kommt nichts mehr. Können wir danach eigentlich suchen? Können wir jetzt. Können wir hier surfen? Hör auf, mir ins Ohr zu atmen. Das ist ja. Was ist das hier? Ich will wissen, was es ist. Eigentlich einen neuen Block. Vlog meine ich. Block. Okay, wir haben noch 3 Videos. Den haben wir uns schon angeguckt, ja. Talk to Taylor about James' behavior. Okay, wir. Oh, Scheiße. Was machen wir denn mit Ashley? Ich weiß es doch nicht. Okay, das mit diesen Nummern. Da muss ich jetzt gleich. Weiß nicht. Wir talken als erstes mal zu Taylor. Mit Taylor. Oh Gott. Entschuldigung. Ich habe Cassie. Der Jabber hat die. Taylor. Did you kiss and tell? Ich glaube, mit ihren echten Namen, das ist jetzt eigentlich eher nebensächlich. Er kann alles irgendwie vorhersehen oder ja, was sie tut. Also er könnte entweder ein Next Level Stalker sein oder da ist etwas, was wir noch nicht wissen über ihn. We now know James is maximum creep material. Creepy enough to kidnap Anna, perhaps. Have you called his workplace yet? A second opinion from a professional would be great. Okay, wir müssen James Arbeit anrufen. Hier arbeitet er, ne? Fresh Ideas. Wie können wir die erreichen? Muss ich da jetzt hier sowas ausfüllen? Ich glaube schon. Anna, ich mach's jetzt einfach mal so. Hardy. Wie war denn unsere Nummer nochmal? Unsere E-Mail. Anna@cmail.com. Ich schreibe es mir lieber auf. Anna@cmail.web. Ich glaube, das ist jetzt so unsere einzige Lösung, wie wir die kontaktieren können. Also nochmal. Anna Hardy. Anna@cmail.web. Das Anna muss klein. Okay, es wird egal sein. Was ist sie? Junior Executive. Meine ich, dass sie das ist. Habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben. Was? Sorry, the position you are applying for is currently unavailable. Okay. Also müssen wir irgendwas anderes reinschreiben oder wie? Oder was? Anna Hardy. Anna@cmail.web. Copywriter. Huch! Thank you. We'll send you an email shortly. Please ensure that your email is correct to receive our invite. Okay, wir haben eine E-Mail von denen bekommen.
Dear Anna Hardy, danke für dein Interesse, dich unserer Familie anzuschließen. Phil. Okay. Ah, Phil, hi. Your interview will start soon. Dein Vorstellungsgespräch wird bald starten. Bitte warte. Seit wann finden Vorstellungsgespräche übers Handy statt? Über Texts? Diese Konversation wird aufgenommen für internes Dingens, irgendwas. Kann ich. Okay. Dann warten wir jetzt einfach mal. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich Ashley sagen soll. Scheiße. Hallo? Kommst du bitte mal? Ah, okay, dann halt nicht. Okay, sie ist online. Okay, wir haben jetzt schon... Okay, sie hat wieder getrunken. Oh nein. I will see you. Just ignoriere es einfach. Oh nee. Scheiße. Ist das Howdy? ja, das bin ich. Need O. I'm Phil. From Fresh Ideas. Feel fresh. Oh Gott. Ah, okay, das ist nur so ein Informationschat und das große Vorstellungsgespräch ist dann doch in Person. Bist du bereit? Okay, das ist eher frech, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir können das auch erstmal mitspielen. I'm not here for an interview. Shit, ich weiß es nicht. Ich bin aber mal ganz kurz weg. Ich habe vergessen, vorher auf Toilette zu gehen, vor der Aufnahme. Deswegen mache ich mal kurz einen ganz kleinen Augenblick, ja? So, da bin ich wieder. Jetzt nur einmal kurz gucken, ob da auch nichts aus ist. Gut. Okay. War ziemlich dringend, keine Ahnung. Bevor wir hier jetzt mit dem Interview weitermachen, gucken wir uns als erstes Annas neuen Vlog an. Oh, I'm gonna download Spark. Yes, online dating is happening. But I figure I deserve to be happy and forget about everything else. There's no point wasting time. So, here I go. What's the worst that could happen? Okay. Anscheinend, dass du verschwindest. Wohl. Okay, wir haben noch zwei Videos, die noch kommen werden. So. Ich glaube, wir werden erstmal ganz direkt sein, weil... Was bringt's? Da erst hier rumzumachen. Ich bin hier, um nach James Allner zu fragen. James? Ich habe den Namen schon lange nicht mehr gehört. Wieso das Interesse in unserem Ex-Mitarbeiter? Okay, der arbeitet da nicht mehr.
Okay. Dass ich seine Fehler nicht wiederholen werde. Ich möchte wissen, wie es ist, für sie zu arbeiten. Er hat gesagt, ihr hättet ihn unfair, aus unfairem Grund gefeuert. That's the kind of forward thinking we are looking for. Okay, das war also die richtige Antwort. Wir mussten ihn gehen lassen, weil er unprofessionelles Verhalten an den Tag gelegt hat. Ist er ein Krimineller? Oh Gott, nein. Das ist zumindest das, was ich denke. All I can say is socially, he was one of our best. But that kind of changed. Okay, also er war einer der Besten, wenn es um Gespräche ging oder sowas. Und er ist super mit anderen klargekommen, sofort. Aber das hat sich irgendwie verändert. Was meinst du damit? Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht. Gott, was für ein Deutsch. Und natürlich war er darüber nicht so glücklich. Aber er war trotzdem noch er selbst, bis er Spark bekommen hat. Seitdem ist er immer spät zur Arbeit gekommen. Er wurde distanziert. Und eines Tages ist er einfach verschwunden. Ist er nicht zur Arbeit erschienen? Ah, oh, okay, er hat es auch. Oh Gott, nicht schon wieder. Okay, meine Augen mögen mich. Oh shit, okay. Also er hat irgendwas Seltsames gesehen und er ist sich sicher, was er gesehen hat. James ist ins Badezimmer gegangen für eine ziemliche Weile. Und Phil ist ihm nachgegangen, hat ein seltsames Geräusch gehört und er hat es aufgenommen. Und er ist reingegangen und wollte es halt abchecken. Also gucken, was los ist. Und es war keiner da. Und das war das letzte Mal, dass ihn jemand also in Person gesehen hat. Oh Gott. Gott, ist schon wieder dieses eklige Geräusch. Also ist er einfach verschwunden? Hast du ihn seitdem kontaktiert? Wir haben es versucht. Seitdem ist er nie wieder zur Arbeit erschienen. Keine Telefonate, keine E-Mails, nichts. Also haben wir ihn rausgeschmissen. Und plus unser größtes Projekt ist. Also kommt bald und wir brauchen das wirklich nicht im Moment. Das ist ziemlich verrückt. Was noch seltsamer ist, nach seinem Verschwinden haben wir sein Telefon auf seinem Schreibtisch gefunden. Wir haben versucht, es zu kontrollieren, aber ich denke, es war kaputt, weil es so geglitscht hat, also wie bei Annas Handy. Einige sagen, sie sehen ihn immer noch auf Jabba und manche Frauen, Freunde, keine Ahnung, haben ihn sogar auf Spark noch gesehen. Was auch immer mit ihm passiert ist, ich denke, er braucht Hilfe, professionelle Hilfe.
Das ist alles, was ich brauche. Vielen Dank, Phil. Nein, brauchst dich nicht entschuldigen, denn du hast mir sehr geholfen. Wenn du nicht interessiert bist an dem Job, ist das leider alles die Zeit, die ich für dich habe. Okay.